Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal beziehungsweise dieser Playlist, wo es ja rund um die Themen Herrendüfte gehen soll. Ja, mein Video Düfte der Woche steht an, eine Zusammenfassung der Düfte meiner, ja, meiner Düfte der letzten Tage. Beginnen wir auch gleich. Ich habe es mir vor uns nur noch mal kurz durchgeguckt. Ich weiß nicht, ob ich alle zusammenbekomme beziehungsweise in der richtigen Reihenfolge. Also schauen wir mal, ob das Oberstübchen noch funktioniert. Am Montag, wo ich zurückgekommen bin aus Stockholm, da habe ich Versace The Dreamer getragen. Ein frischer Duft, fällt nicht so sehr auf, geht vielleicht etwas auf der Haut unter. Man wird wahrgenommen oder ich nehme es selber wahr. Allerdings hat mich das ja mir die Freiheit gelassen, als Grundlage auch noch einen anderen Duft aufzutragen. Auf der Herreise war der andere Duft nochmal Yves Saint Laurent Chorus. Und auf der Heimreise, was hatte ich da nochmal aufgetragen? Ich glaube, was hatte ich denn da nochmal drauf gemacht? Irgendein Jean Paul, glaube ich. Ich bin mir unsicher. Am Dienstag habe ich nochmal den Prada Luna Rossa Black getragen. Für mich einer der, ja, meiner Lieblingsdüfte der letzten Tage, und ich werde ihn auch die nächsten Tage bzw. die nächsten Wochen, vor allem im Frühjahr und Sommer, tragen. Wirklich knackig, sportlich und frisch, und natürlich entwickelt er hat eine leicht nicht unangenehme Süße, und ihr werdet auf jeden Fall darauf angesprochen. Am Mittwoch hatte ich Ariana Grande REM, ihr neuester Duft, der mich aber nicht ganz so überzeugt. Der hat schon eine Süße, eine zuckerwattenähnliche Süße, aber ist kein Highlight, wo man sagt, aha, das ist jetzt der Duft und daran erinnert man sich und den will man immer wieder tragen. Nichtsdestotrotz eine angenehme Süße. Negativpunkt aus meiner Sicht wirklich, also Haltbarkeit ist, ja, tut mir leid, dass ich das sagen muss, ist schlecht. Nach 2 Stunden ungefähr nehme ich ihn schon gar nicht mehr wahr, 2-3 Stunden, und das geht eigentlich bei so einer Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Ja, da hält der Zara-Duft besser. Aber nichtsdestotrotz, es wird noch mal ein ausführliches Review über diesen Duft geben. Da könnt ihr natürlich selbst entscheiden, ob er etwas für euch ist oder nicht. Das war Montag Versace, Dienstag Luna Rossa, Mittwoch Ariana Grande, Donnerstag habe ich den Nivea Men Just Blue getragen. Donnerstag war es das Salvatore Ferragamo Uomo, ein wirklich gourmandartiger, aus meiner Sicht gourmandartiger, schöner, süßer Herrenduft. Er ist aber mit Vorsicht zu genießen, hat eine sehr gute Haltbarkeit, eine sehr gute Silage-Potenz. Weniger ist mehr, ballert euch nicht so sehr damit zu, denn es könnte für euch oder den anderen, ein oder anderen, etwas zu stark sein. Er ist wirklich schön süßlich und geht nach vorne. Gute, sehr gute Haltbarkeit, würde ich sagen. Ich sage mal, gute Haltbarkeit. Jetzt am Freitag war es der Nivea Men Just Blue. Guter Alltagsduft, frisch, knackig am Anfang, wie die Nivea Men Creme, wenn ihr sie kennt. Und dann verflüchtigt er sich zu etwas in ein wenig Frische. Hält leider auch nicht so lange, 3-4 Stunden. Aber um mal Alltagserledigungen zu machen, mal einkaufen zu gehen, einen Termin wahrzunehmen, vielleicht mal zum Arzt oder auf der Sparkasse, Bank oder wo weiß ich, was weiß ich wohin, dafür ist er ganz gut geeignet. Und gestern am Samstag hatte ich die Abfüllung von Encre Noir drauf. Ja, ein leichter, herber, grüner, frischer Duft. Nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem sportlich frischen, sondern eher etwas gediegener, etwas gesättigter. Gesättigte Frische, eher grün, moosig, holzig aus meiner Sicht. Mehr moosig, grün. Und heute zum Sonntag, ich habe noch hier, Verzeihung, der Zara Vibrant Leather, auch ein wunderbarer Sommerduft, Frühlings-Sommerduft, wenn ich mir das vorstelle, weißes T-Shirt, Jeans, Jacke, vielleicht zerrissene Jeans, wunderbar, ein bisschen durch die Stadt bummeln, was ja leider jetzt aktuell nicht geht, also man kann schon bummeln gehen, aber man kommt in kein Geschäft mehr rein und alles, aber das ist ein anderes Thema, ist ja egal. Ein guter,
ein guter Sommer, Frühlingsduft, Frühlings-Sommerduft, sportlich, knackig, frisch. Leider hält er nicht so lange, aber wie gesagt, sprüht gerne ein zweites oder drittes Mal über den Tag nach. Ihr habt wirklich einen wunderbaren, qualitativ guten, frischen Duft auf euch, auf eure Kleidung und ihr werdet darauf angesprochen und fühlt euch natürlich auch sehr frisch und angenehm. Ja, das soll es auch schon wieder von mir für euch für heute und für diese Woche gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen, entspannten Sonntagabend und ein schönes Osterwochenende. Beste Grüße und bis spätestens morgen, euer TK.